7a, 8 oder 511c, was kletterst du? Fun Fact, das ist alles das Gleiche. Aber woher soll man das eigentlich bitte wissen? Und was sollen eigentlich diese ganzen Buchstaben und Zahlen? Ich räume heute mit euch auf im großen Dschungel der Schwierigkeitsgrade und wie ihr euch darin orientieren könnt. Die Schwierigkeitsgrade beim Klettern sind für uns natürlich alle sehr wichtig. Nicht nur, um beim Klettern zu flexen und anzugeben, was man nicht alles so klettern könnte, wenn man nicht zufällig in einer Kletterhalle wäre, in der alles viel schwerer bewertet ist. Nein, sondern vor allem ist es wichtig, weil ihr euch damit einschätzen könnt, ob es Sinn macht, in eine Tour einzusteigen. Vor allem bei Mehrseillängentouren ist das ja besonders wichtig, dass man sich hier selbst richtig und gut einschätzt, um nicht in Bergnot zu geraten. Nun aber erstmal zu der Frage, wie bei uns Schwierigkeitsgrade klassischerweise angegeben werden. Bei uns orientiert sich historisch alles an der klassischen Skala von 1 aufwärts. Das hat sehr lange Tradition und ist für die meisten von euch aus dem Bergsteigen geläufig. Da kennt man das vor allem von anspruchsvolleren Bergtouren, nämlich die Bewertung 1 oder 2 als Schwierigkeitsgrad. Diese Skala wird beim Klettern letztlich einfach fortgesetzt. Und die Tradition und Geschichte dahinter ist, dass ab dem dritten Grad früher immer das Seil empfohlen wurde. Daher sind heute viele Normalwege, im Karwendel beispielsweise, im Bereich des zweiten Grades angesiedelt, da das immer schon das Limit für das seilfreie Klettern war. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht auch im dritten oder vierten Grad seilfrei klettern kann. Es hat sich nämlich natürlich viel zu den früheren Zeiten verändert. Zum Beispiel die Obergrenze der Skala. Lag sie früher bei 6 als extrem schwierig, übrigens, das ist gerade einmal 50 Jahre her, sind wir heute schon bei 12 angekommen. In den Ostalpen zählt man also klassischerweise von 1 bis 12 durch und hat dann als Zwischenbewertung noch das Plus und das Minus eingeführt, um feinere Abstufungen dazwischen zu schaffen. Wie exakt solche feinen Abstufungen sind, darüber lässt sich aber diskutieren. Dieses System klingt einfach, unkompliziert und eigentlich sehr pauschal brauchbar, oder? Genau, das finde ich auch. Und vermutlich deshalb kamen dann relativ rasch die Franzosen und versuchten ein kompliziertes und unübersichtliches, unnötig verkopftes System in Europa durchzusetzen. Und natürlich ist es ihnen auch gelungen. In weiten Teilen der Alpen hat sich heute beim Sportklettern nämlich die französische Skala durchgesetzt. Hauptsächlich in Deutschland und den östlichen Ausläufern der Alpen, da hat das nie so richtig Fuß fassen können. Wie funktioniert diese Kopfschmerzskala? Wenn man sie mal sich verinnerlicht hat, dann ist sie nämlich gar nicht mehr so unverständlich. Angefangen wird bis zum vierten Grad, wie wir es aus der UIAA-Skala kennen, also 1, 2, 3, 4. Mit dem fünften Grad wird es dann aber spannend. Hier beginnt der Franzose nicht mit 5, sondern mit 5a, hängt also einen Buchstaben hinten dran. Danach kommt keine 6, sondern eine 5b und dann 5c. Wenn man glaubt, man hat es verstanden, dann kommt aber nicht 5d, sondern danach, nach 5c, kommt 6a, dann 6b, 6c, 7a und so weiter. Eine Zahl wird also quasi gedrittelt. Macht das Sinn? Nicht unbedingt, aber die meisten Sportkletterer haben sich so daran gewöhnt, dass dieses System eigentlich heute nicht mehr hinterfragt wird. Wie dem auch sei, ist das französische System damit aber nicht am Ende, sondern wird dann auch nochmal um ein Plus erweitert. Es gibt also eine 6b+, die ist schwerer als eine 6b, aber nicht ganz so schwer wie eine 6c. Merkt man diese Feinheiten in der Praxis, ist die Frage. Das ist von Fall zu Fall ehrlicherweise unterschiedlich und oftmals auch eher eine philosophische Frage, aber dazu gleich nochmal mehr. Das heißt, dass ab dem fünften Grad mit diesem ABC- und Plus-System gearbeitet wird. Im Gegensatz zum UIAA-System gibt es im französischen System aber kein Minus. Dieses ABC-System wird dann im Prinzip ebenfalls nach oben hin offen weitergeführt. Jetzt muss man sich natürlich noch fragen, ob die UIAA-Skala und die französische Skala irgendwie was gemein haben. Und da ist die Antwort ja. Es geht nämlich ums Klettern. Aber das war's auch schon. Grundsätzlich kann man diese zwei Skalen nur miteinander vergleichen. Dafür hat man verglichen, welche Schwierigkeitsgrade wo was bedeuten. Dadurch, dass man aber in beiden Systemen bei 0 angefangen hat, sind sie tatsächlich nebeneinander gehalten, mit Überschneidungen gesegnet. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Denn die französische Skala ist beispielsweise bis zum bis heute höchsten Schwierigkeitsgrad bei 9c angekommen. Das sind von 1 bis 9c 33 Schwierigkeitsgrade. Beim UIAA-System sind es aber lediglich 28. Trotzdem ist 1 bei beiden Skalen die leichteste Schwierigkeit und die letzte Zahl, also 9c bzw. 12, die schwerste.
Die Abstufungen überschneiden sich teilweise und teilweise sind große Lücken, sodass die UIAA-Skala dann Zwischengrößen wie 10+ und 11- eingeführt hat, die aber in der Praxis nie Anwendung finden. Eine Art, die Schwierigkeitsgrade umzurechnen, gibt es aber nicht, da es ja einfach nur eine Zahlenfolge ist. Und beim Französischen eben eine etwas absurde Zahlenfolge. Dafür sollte man sich also eine Tabelle am Handy speichern oder ausdrucken und abheften, wenn man bei einer Stadtverwaltung arbeitet. Nach 1000-mal draufschauen, wenn man das Gebiet wechselt, hat man die eigenen Grade aber irgendwann auch in allen Sprachen raus. Spannend wird es dann, wenn man die Alpen verlässt und das Sportklettern, das Gipfelbesteigen im Elbsandsteingebirge berührt. Da geht's dann nämlich wieder mit einer neuen Skala zur Sache, die so ein Mischmasch aus dem UIAA und dem französischen System ist. Hier startet man mit 2, 3, 4, 5, 6 und dann wirft man, wie die Franzosen, reine Zahlen über den Haufen und fängt ebenfalls mit dem Dritteln der Zahlenbereiche an, also 7a, 7b, 7c. Das zieht man dann ebenfalls bis nach oben hindurch. Wobei hier natürlich Vorsicht geboten ist. Eine Sportkletterroute in Nordtirol kann man nicht mit einer sächsischen Bewertung betiteln. Bei UIAA und Französisch lässt sich dieser Vergleich aber durchaus machen. UIAA und Französisch lässt sich nämlich überall wild hin und her wechseln. Die sächsische Skala wurde aber tatsächlich nur für die Regionen des Elbsandsteingebirges und drumherum entwickelt und kann daher auch nur dort wirklich sinnvoll verwendet werden. Und zu guter Letzt machen wir den Sack jetzt noch zu, indem wir uns die völlig anderen Amis ansehen. Die haben nämlich fürs Klettern das YDS, das Yosemite Decimal System, entwickelt. Das findet aber auch außerhalb des Yosemites Anwendung. Sieht in der Praxis so aus. Es gibt 1, 2, 3, 4. Diese Zahlen stehen aber nicht für den leichtesten Klettergrad, sondern für Klassen, nämlich Wandern, Bergwandern mit Händen, Bergwandern mit Händen im ausgesetzten Gelände und leichtes Klettern. Ab der Klasse 5 geht es dann mit dem richtigen Klettern los, weshalb jede Bewertung in den USA beim Klettern mit 5 beginnt. Daher geht es dann los mit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 und so weiter bis 5.9. Danach geht es in geviertelten Graden weiter, also nicht wie das französische System. Ergo 5.10a, 5.10b, 5.10c, 5.10d, 5.11a. Im ersten Augenblick klingt das schräg, aber viel schräger als das französische System ist es eigentlich auch nicht mehr. Auch hier lässt sich nichts umrechnen, aber dank angelegter Tabelle sehr einfach vergleichen und ablesen. Nun sollte man zum Abschluss aber ganz klar sagen, das Sportklettern ist heute in weiten Teilen Europas eine Sache der französischen und der UIAA-Skala. Damit immer vergleichbar und auch ablesbar. Beim Alpinklettern und Mehrseillängenklettern blieb es immer schon die UIAA. Das hängt damit zusammen, dass die Franzosen dieses System nie wirklich fürs Alpinklettern entwickelt hatten. Spannend wurde es, als sich manche Verlage und Regionen dann aber dazu entschieden haben, französische Grade auch für MSL zu nehmen. Eines ist aber sicher, alpine Touren in den Alpen werden bis heute und werden wohl auch immer nach UIAA angegeben. Und das ist auch gut so. Wer welches System bevorzugt? Das ist am Ende des Tages egal, solange irgendwer immer weiß, welcher Grad das gerade vor einem ist. Denn wichtig ist, dass die Schwierigkeitsgrade des Kletterns ernst genommen werden. Eine andere Skala heißt nicht, dass die Bewertungen leichter oder schwerer sind, sondern nur, dass es anders betitelt wird. Das wiederum hat nichts mit der subjektiven Bewertung von Touren zu tun. In diesem Sinne, welche Skala findet ihr eigentlich am angenehmsten zu nutzen? Ich persönlich bin ja eigentlich ein großer Freund der UIAA-Skala. Vielleicht auch, weil ich ein leidenschaftlicher Bergsportler und eher ein Alpin-Typ bin und nicht so sehr der Sportkletterer. Aber vielleicht habt ihr da ja auch ganz andere Meinungen. Schreibt mir das jedenfalls gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!